Überleben, vielleicht irgendwann irgendwie entkommen. Carina Sainz Borgos Debütroman Nacht in Caracas, den ich gern für den Literaturpreis empfehlen möchte, bietet, finde ich, einen spektakulären Blick auf die politischen und auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in Venezuela. Persönlich, aber auch strukturell. Und insgesamt ist es deswegen ein ziemlich beeindruckender Debütroman. Was kostet es, einen geliebten Menschen zu verlieren? Das ist erstmal die Frage, um die es in der Geschichte geht. Adelaida, die Erzählerin, gibt ihr letztes Hemd, um ihrer Mutter, die eben verstorben ist, eine würdevolle letzte Ehre zu erweisen. Das ist allerdings fast unmöglich in dieser Gesellschaft. Und beinahe muss die Erzählerin selbst für ihre Bemühungen mit dem Leben bezahlen. Alles kostet ein Vermögen in dieser politisch extrem umkämpften venezolanischen Mangelgesellschaft. Selbst eine Trauerkapelle für wenige Stunden. Das Überleben ist eigentlich fast unbezahlbar, außer man hat Euros oder Dollar. Nur das kann im Notfall helfen. Und der Notfall, der ist in dieser Gesellschaft sozusagen ein Alltagsgeschäft. Ich ging hinaus. Ich brauchte Monatsbinden. Ohne Zucker, Kaffee oder Öl konnte ich leben, aber nicht ohne Monatsbinden. Sie waren noch wertvoller als Klopapier. Ich kaufte sie sündhaft teuer bei einer Gruppe von Frauen, die die wenigen Päckchen kontrollierten, die in den Supermarkt gelangten. Wir nannten die Frauen Bachaqueras, Blattschneideameisen, weil sie ebenso präzise wie diese Insekten zu Werke gingen. Immer traten sie im Verband auf, waren schnell und ließen nichts auf ihrem Weg zurück. Sie kamen als Erste in die Geschäfte und wussten, wie man die Restriktionen der Regierung umging. Sie ergatterten, was uns nicht zugänglich war, um es uns dann zu himmelhohen Preisen zu verkaufen. Wenn ich bereit war, das Dreifache zu bezahlen, bekam ich alles, was ich wollte. Und ich hatte keine Wahl. Ich packte 3 Bündel Scheine in eine Tüte. Dafür erhielt ich ein Päckchen mit 20 Monatsbinden. Selbst das Bluten kostete mich Geld. Ich begann, alles zu rationieren, damit ich es nicht kaufen gehen musste. Nur Stille brauchte ich, mehr nicht. Ich öffnete kaum die Fenster. Alles war durchtränkt vom Rauch des Tränengases, das die Streitkräfte der Revolution gegen die Demonstranten einsetzten, die wegen der offiziellen Rationierungen protestierten. Und ich musste mich übergeben, bis ich ganz fahl geworden war. Ich dichtete alle Fenster mit Klebeband ab, außer die in Bad und Küche, die einzigen, die nicht auf die Straße gingen. Ich tat mein Möglichstes, nichts von draußen eindringen zu lassen. Nacht in Caracas, der Titel, bezieht sich nicht auf eine bestimmte Nacht oder auf sowas wie nächtliches Leben, sondern es geht um die ganze Lebenssituation in dieser Stadt, um eine Gesellschaft, die sich sozusagen in zunehmender Umnachtung befindet. Es kann immer nur noch schlimmer werden und das auf eine nachgerade kafkaeske Weise. Das Leben der Erzählerin gerät völlig aus den Fugen, ohne dass sie etwas daran ändern kann, trotz aller Bemühungen. Die Verhältnisse wollen es einfach so. Mit Profiteuren aller Art, die die Gesellschaft mittels ihrer jeweils eigenen kleinen Despotie sozusagen irgendwie am Laufen halten, indem sie alle anderen auspressen, bar jeder Moral. Um zu überleben, bleibt für den Einzelnen letztlich nur auszuwandern, wenn das denn überhaupt möglich ist. Carina Sainz Borgo ist selbst als Mitzwanzigerin aus Venezuela geflohen. Sie lebt heute in Spanien und sie rechnet sehr grimmig und auch sehr plakativ mit den Verhältnissen in ihrem Heimatland ab. Es ist sozusagen sowas wie eine polemische Analyse. Das ist offenkundig sehr persönlich und alles andere als ausgewogen, eine Zuspitzung des Unerträglichen sozusagen ganz subjektiv gesehen. Macht nichts, denn dieser Roman ist auch literarisch sehr beeindruckend, um nicht zu sagen herausragend, insbesondere wenn man bedenkt, dass es sich um einen Debütroman handelt. Sehr starke Bilder sind da, die sich richtig ins Gedächtnis brennen, gut gezeichnete, exemplarische Charaktere und eine ganz hervorragend dramatisierte Geschichte, die die Botschaft der Autorin, wenn man so will, voll auf den Punkt bringt. Nacht in Caracas erzählt also nicht nur eine, die eigene Geschichte, sondern ganz Grundlegendes über die Funktionsweisen von Macht, nicht nur in Venezuela, sondern überall auf der Welt.